Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video aus meiner Serie Das Schussablauf mit Lisa Unruh. Und heute soll es mal um den Anker und den Zugdruck gehen. Die komplette Vorbereitung des Schusses ist abgeschlossen. Jetzt kommen wir nun zum Zugdruck und zum Anker. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass es extrem wichtig ist, dass die Schultern vorher gut positioniert sind. Und zwar möchte ich noch mal zeigen, dass wenn man die linke Schulter setzt, wenn man den Schultergürtel setzt mit beiden Schultern, dass man nicht die linke Schulter irgendwie einrollt und da so hinbiegt, dass man in einer Linie ist, sondern die Schultern sind beide tief und unten, aber nicht gepresst. Also es soll kein Pressgefühl sein von wegen, oh, ich muss es da jetzt ultra runterdrücken, dass es passt, sondern es ist ein leichtes Druckgefühl nach unten, beide Schultern übrigens. Und wenn man die nämlich einrollt, was passiert? Die Schulter kommt ein bisschen hoch, man steht nicht richtig in der Linie und man kann das dann auch nicht richtig halten. Das ist das Problem an der Sache. Also ich möchte nur mal ganz kurz sagen, tief halten und dann in eine Position gehen. Ich möchte noch mal sagen, dass beim Ankern es ganz wichtig ist, dass der Körperkontakt richtig stimmt. Also dass manche Menschen haben ja eine Ankerplatte oder haben unendlich viel Material, also körperfremdes Material quasi, am Hals und am Kieferknochen. Das finde ich jetzt immer nicht ganz so optimal, denn je mehr Körperkontakt man hat, desto mehr spürt man auch. Und man spürt auch Fehler. Man spürt, dass man hier vielleicht weggeht. Und je enger man hier am Hals ist, am Kieferknochen ist, desto besser hat man halt dieses Gefühl von nach hinten gehen, von Stabilität, von Sicherheit. Da schaut ihr vielleicht einfach mal, wie ist euer Tab aufgebaut, wie verhält es sich, was kann alles weg. Also ich muss gestehen, ich habe das Kavaliertab schon ewig und 3000 Jahre. Und man sieht ja auch, ich habe die Größe M und ich habe hier oben ganz viel weggeschnitten. Hier. Die eine Schraube geht auch gar nicht mehr ran. Aber mir war es halt wichtig einfach, dass ich mit meinem Zeigefinger Handrücken einfach unendlich viel Kontakt an meinem Kieferknochen hier habe. Ne? Ihr seht es ja auch, es ist quasi wirklich nur die Hand, der Finger meine ich jetzt. Genau, und das finde ich halt auch ganz wichtig. Das Wichtige am Ankern ist, dass wir eine schöne Kralle bilden mit den Fingern und hier direkt drunter durchpassen. Ne, da geht nichts raus mit der Hand, schön eng am Hals. Und das ist einfach eine gute Stabilität dann hat und desto sicher ist es auch. Wir haben jetzt geankert und stehen im Vollauszug da und jetzt ist es halt extrem wichtig, die Verhältnisse zu wissen. Das ist auch nicht schwer zu erklären und zwar ist es so, wenn wir im Anker stehen, drückt der Bogenarm 50% und die Zugschulter zieht 50%. Also es ist alles absolut balanciert und es ist auch so, dass man das Druckverhältnis vom Bogenarm, das ist eher ein Gefühl des Öffnens in die Richtung, als wenn man das nach vorne schiebt, aber man sieht es nicht unbedingt von außen. Und der Zug, dass der Ellbogen immer in die hintere, also in Richtung Rücken sich bewegt. Ja? Also beide Schultern arbeiten nach außen. Und es wird auch fast grundsätzlich nur gelehrt, Zug, Zug, Zug. Und das sehe ich auch bei vielen Menschen auf Wettkämpfen, die dann halt schießen und im Prinzip zusammenbrechen mit dem Bogenarm.
die dann halt nicht nach dem Abschuss in der Linie bleiben, sondern einfach irgendwie zusammenbrechen. Der Stützarm geht immer irgendwie Richtung Körper und es ist einfach mega instabil. Und jetzt ist es halt wichtig zu spüren, mit der Hand am Griff drückt man rein, man zieht sich hier ein bisschen raus, versucht euch das einfach mal vorzustellen und Druck nach vorne zu geben. Das ist erstmal, wenn man das nicht gewohnt ist, ist es erstmal ein merkwürdiges Gefühl von absoluter Spannung nach vorne und ich denke auch, dass wird ein bisschen Muskelkater hervorrufen, so im Trizepsbereich. Aber es gibt einfach eine Menge Stabilität im ganzen Schuss. Es ist einfach diese Balance, die man spürt, wenn man diesen perfekten Schuss macht, aufbaut, 50% drückt, 50% zieht und dann man einfach aufgeht. Und da ist es wichtig, auch zu sehen, wenn man halt diese Tendenz hat, dass man eher zusammenbricht. Auch wenn man extrem viel nach hinten zieht, dass man einfach mit der Bogenseite quasi zusammenbricht, dass man da einfach das hält und gegensteuert mit dem Druck. Und einfach das Verhältnis, was vielleicht ein bisschen im Ungleichgewicht ist, einfach mal anpasst und einfach mal spürt, wie viel mehr Druck müsste ich geben, sodass es ausbalanciert ist. Und das war für mich auch eine extrem schöne Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich herausgefunden habe, wie viel beide Seiten machen müssen. Denn ich hatte auch eine Zeit lang Schulterschmerzen in der rechten Seite. Warum? Weil sie viel zu viel gemacht hat. Weil meine linke Seite einfach, die hat zwar gehalten und es sah auch gut aus und es war auch ein gutes Gefühl, aber sie hätte einfach noch ein bisschen mehr machen müssen, sodass einfach die rechte Schulter auch ein bisschen mehr entlastet wird in dem Moment. Nächsten Mal geht's um das Lösen und das Nachhalten. Bis bald. Ciao.